Ich habe mir jetzt ein windstilles Plätzchen hier gesucht und da kannst du mich hoffentlich besser verstehen. Ich bin seit 2. Oktober hier in Kroatien, das heißt jetzt 2 Wochen, jetzt ist es Mitte Oktober und das Wetter ist wunderbar. Bisher hatte es immer zwischen 23 und 26 Grad, wunderbar. Am Abend hat es so zwischen 13 und 16 Grad, also auch wunderbar, ohne Heizung auszuhalten. Und das Schöne am Herbst ist, es ist so ruhig hier. Es ist wirklich zum Relaxen, zum Entspannen, das ist wunderbar. Und wenn man nach Kroatien fährt, fährt man doch ziemlich viele Tunnel durch. Und nach jedem Tunnel merkt man, es wird heller und es wird heller. Auch wenn das Wetter noch nicht so schön ist, es wird zumindest heller. Und diese Helligkeit ist ein riesengroßer Vorteil von Kroatien. Ich finde, dass Wärme und auch Licht der Seele sehr gut tun. Meiner zumindest. Und ich fühle mich dann auch schon wesentlich wohler, wenn es einfach heller ist. Es gibt ja wesentlich mehr Sonnenstunden in Kroatien als weiter nördlich, das ist klar. Wir waren im Frühjahr für 3 Monate schon in Kroatien, also April, Mai und Juni, auch außerhalb der Saison und haben da unsere Erfahrungen gemacht. Ich habe auch viele Videos produziert, du kannst dir diese gerne ansehen auf meinem Kanal. Und da waren wir ganz viel unterwegs und da hatte ich auch so den Impuls, mir vieles anzusehen, Sightseeing zu machen, mir die Orte und Regionen in ganz Kroatien anzusehen. Von Istrien bis runter ins südliche Dalmatien war alles dabei. Und wir waren dann einen Tag in Primošten, diesen Ort hier anzusehen. Es hat uns gleich sehr gefallen und daher war die Idee, jetzt im Herbst überhaupt für längere Zeit nach Primošten zu gehen. Und das war die wunderbarste Entscheidung. Es ist so schön da. Du hast einen irrsinnig langen Strand. Man kann auf der Strandpromenade eine Stunde spazieren gehen. Es gibt einen kleinen Ortskern mit Geschäften und Restaurants. Auch an der Promenade gibt es ein paar Restaurants. In der Hauptsaison haben natürlich mehr Restaurants geöffnet. Es sind schon einige geschlossen, auch einige Cafés, aber es sind immer noch mehr als genug offen und da. Und es fehlt einem wirklich an nichts. Es gibt auch Geschäfte zum Einkaufen, auch das war nicht überall der Fall. Und so können wir uns selbst sehr gut versorgen und ab und zu geht man mal essen oder frühstücken oder auf einen Cocktail. Aber hauptsächlich sind wir ja Selbstversorger da. Wir haben ein total tolles Quartier gefunden. Das ist auch ein großer Vorteil am Herbst in Kroatien, dass die Quartiere günstiger sind als in der Hauptsaison. Wir haben für 2 Wochen Primošten gebucht und haben jetzt nach diesen 2 Wochen, nachdem es uns da so gefällt, noch weitere 2 Wochen verlängert. Also sind wir den gesamten Oktober hier in Primošten. Wir haben auch noch keinen Ausflug gemacht, weil es einfach da so wunderbar ist. Und wir genießen jetzt noch die Sonnenstunden. Wer weiß, wie lange es noch so wunderbar schön ist. Eigentlich fast sommerlich. Und diese Zeit bleiben wir hier und genießen auch die Ruhe. Du bist ganz alleine am Strand oder fast alleine. Es gibt ganz wenige Urlauber, die da sind, einige deutschsprachige und die meisten sind von hier, die noch diesen wunderschönen Herbst genießen. Also die Ruhe ist wirklich toll. Wie wir im Frühjahr da waren, war es auch ruhig, weil Vorsaison, aber es war noch ziemlich frisch von den Temperaturen her. Also da hat es tagsüber so ungefähr 15 Grad gehabt, was jetzt abends oder nachts der Fall ist. Und daher ist der Herbst eindeutig die bessere Variante, zumindest bei einem solchen Wetter. Und Ende Oktober werden wir dann sehen, wie es aussieht von den Temperaturen her. Vielleicht fahren wir noch weiter südlicher, wenn es dort wärmer ist. Und solange es noch da so wunderbar ist, bleiben wir in der Region. Wenn es in Kroatien insgesamt dann zu kühl und zu frisch wird, dann ist der Plan vielleicht noch Spanien zu fahren, Südspanien, da kann man ja gut überwintern. Aber das ist viel zu weit noch vorgeplant. Wir machen das Step by Step und schauen, was sich so ergibt. Und ich halte dich immer auf dem Laufenden. Bleib einfach dabei, abonniere auf den Kanal. Das Meer, das hat 20 Grad, man kann drinnen baden. Ich war sogar schon einige Male im Meer baden, was heißen soll, weil ich bin ziemlich erfroren, wie man so sagt.
Und es war aber wunderbar, einmal sogar bei hohem Wellengang. Das war ein wunderschönes Schwimmerlebnis. Und als wir hergekommen sind, Anfang Oktober, wurde der Strand da sozusagen aufgeräumt. Es wurden mit einem großen Bagger die Sonnenschirme ausgegraben, die so auf Betonplatten befestigt sind, und die wurden dann verräumt und verschnürt. Und den einen oder anderen Kioskstand haben sie auch weggezaubert über Nacht. Und es wird dann wieder alles hergeräumt, wenn die Saison beginnt. Von der Energie her ist es so Herbstenergie, wunderbar zum Relaxen und so den Sommer ausklingen zu lassen. Tut mir irrsinnig gut, kann ich nur jedem empfehlen. Und wenn es nur für ein paar Tage ist. Ich habe jetzt auch begonnen, Shorts anzufertigen, also keine Hosen, sondern die YouTube-Shorts. Das sind Videos, die nicht länger als eine Minute sind, beziehungsweise sogar nur 15 Sekunden, wenn man es mit Musik untermalen möchte, um euch immer wieder sehr oft und dafür kleine Häppchen zu schicken an Sonnenenergie und mehr. Und freue mich, wenn ihr weiter mit dabei seid. Abonniere den Kanal, dann kannst du nichts verpassen. Und ich wünsche dir alles Gute, wo auch immer du bist.